Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und auch die Einladung und die Möglichkeit hier zu sein, nicht nur heute Abend, sondern auch ins ganze Semester, und ich das Büro nutzen kann und vielleicht auch einige von noch kennenlernen werde in den nächsten Wochen und Monaten. Und du hast eben schon den Vortrag zusammengefasst, also könnte ich ja gehen fast. Der Titel dieses Vortrages heißt Für die Sorge, die Reliktion in Prokura in Goethes Unterhaltung deutscher Ausgewanderten. Und der wird vier Teile beinhalten, dieser Vortrag, und ich fürchte, es ist ein bisschen lang geworden, aber kann man vielleicht dann an entsprechenden Stellen kürzen und vielleicht nicht ein Zeichen für die kriegen, wenn es dann zu lang wird, dann machen wir das etwas kürzer. Teil 1. In Goethes Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, einer 1795 in Friedrich Schillers Die Horen erschienenen Novellensammlung, verbringt eine sich von den französischen Revolutionstruppen auf der Flucht befindende deutsche Adelsfamilie ihre Zeit mit dem Erzählen von, Zitat, moralischen Geschichten. In Anlehnung an Boccaccios Decamerone errichten die Erzählenden eine imaginäre Welt der Literatur, welche die revolutionären Veränderungen der Gesellschaft gleichzeitig verdrängt und thematisiert. Um die drohende Zerrüttung der Familie zu verhindern, weil sie sich in Anhänger und Gegner der Revolution aufgespalten hat, fordert das de facto Familienoberhaupt der Familie, die Baroness, die Rückkehr zu einer von ihrer sogenannten geselligen Bildung. Diese gesellige Bildung basiert auf einem literarischen Programm, welches im Medium der wechselseitigen Erzählung, Zitat, Friede und Einigkeit unter uns herstellen und den guten Ton, den wir in der Zeit vermissen, wieder unter uns einführen soll. Zitat Ende. Die Gattung, in welcher in den Unterhaltungen dieses allgemeine und höhere Interesse des Menschen zur Sprache kommen soll, ist die sogenannte moralische Erzählung, wie sie vom Abbé, einem anderen Mitglied der Familie, in die Diskussion eingeführt wird. Dieser verteidigt sich gegen den Vorwurf, dass seine Erzählung, mein Zitat, skandalöse Chronik von lüsternen Späßen sei, indem eine Poetik moralischer Erzählungen entwickelt. Ein lüsternes Gespräch, eine lüsterne Erzählung, so der Abbé, sind mir unerträglich. Denn sie stellen uns etwas Gemeines, etwas der Rede und Aufmerksamkeit nicht wert ist, als etwas Besonderes, als etwas Reizendes vor und erregen eine falsche Begierde, anstatt den Verstand angenehm zu beschäftigen. Zitat Ende. Durch das Erzählen moralischer Geschichten soll der Verstand angenehm beschäftigt werden, statt dass falsche Begierden erregt werden. Die Gattung der moralischen Erzählung, die der Goethe durch Marmontels Conte Moreau Tantra ist bei Brunhild Berg dadurch charakterisiert, Zitat, dass theoretisch vorgeschlagene Verhaltenspräskriptionen in falsches deskriptive Narrationen, Zitat Ende, transformiert werden. Nur diejenige Erzählung verdient, moralisch genannt zu werden, so fährt er fort, Zitat, die uns zeigt, dass der Mensch in sich eine Kraft habe, aus der Überzeugung eines Bessern selbst gegen seine Neigung zu handeln. Dieses lehrt uns diese Geschichte und keine moralische Geschichte kann etwas anderes lehren. Zitat Ende. Der Abbé ist das, was Schiller in Anmut und Würde einen Rigoristen der Moral nennt. Er meint damit Immanuel Kant. Für einen solchen Rigoristen manifestiert sich das Vernunftgesetz nur, so Schiller, Zitat, durch einen Widerspruch mit den Forderungen der Natur. Echte moralische Handlungen entstehen aus dem Zitat Abschau gegen Neigungen. In diesem Zusammenhang sollen moralische Geschichten, so Goethes Abbé, die Fähigkeit der moralischen Kraft, die leidenschaftlichen Neigungen des Menschen zu kontrollieren, darstellen. Doch diese domestizierende, das Destruktive der Neigungen einhegende Darstellung bleibt prekär. Statt der Ausbildung pflichtgemäßer Gesinnungen drohen die Erzählungen etwas bloß Reizendes vorzustellen, welches die Begierde nach Gemeinem fördert. Sie zeigen nicht die moralische Kraft, sondern lüsterne Späße. Im Vorgang der Versinnlichung der Moral wird diese von Medien ihrer Darstellung affiziert. Die literarische Versinnbildlichung droht, den pädagogischen Imperativ der moralischen Erzählung zu subvertieren, indem sie durch Betonung des Einzelnen dieses aus dem Zusammenhang reißt. Ich tadel das beschrieben, die Baroness, aus Geschichten, die sich der Einheit des Gedichts nähern sollen, absurdische Rätsel zu machen. Zitat Ende.
sollen jetzt schon unterhalten, doch ihr Fokus darf nicht auf der bloßen Befriedigung der Neugierde liegen, denn sie sollen didaktisch wirken. Doch die literarische Versinnlichung verwandelt das Gedicht in ein rhapsodisches Rätsel, welches sowohl die geschlossene Form der moralischen Erzählung sprengt, als auch ihren pädagogischen Impetus sabotiert. Aus diesem Grund lehnt der AB auch das Neue, beziehungsweise die Neuigkeit, als Thema moralischer Erzählungen ab. Zitat: Jeder Mensch kann, ohne die mindeste Rückkehr auf sich selbst, an allem, was neu ist, lebhaften Anteil nehmen. Ja, da eine Folge von Neuigkeiten immer von einem Gegenstand zum anderen fortreißt, so kann der großen Menschenmasse nichts willkommener sein, als ein solcher Anlass zu ewiger Zerstreuung und eine solche Gelegenheit, Tücke und Schadenfreude an bequeme und immer sich erneuernde Weise auszulassen. Zitat Ende. Die zeitlos-moralische Erzählung dagegen ist im strengen Sinne reizlos. Jede ihrer Varianten ähnelt allen anderen, dass es überflüssig wird, mehr als eine zu erzählen. Der AB merkt in diesem Sinne an, Zitat, es ist nicht die einzige moralische Geschichte, die ich erzählen kann, sondern alle gleichen sich der Gestalt, dass man immer nur dieselbe zu erzählen scheint. Insofern es nur eine gültige Moral gibt, müssen sich, so der AB, alle moralischen Geschichten gleichen. Diese dementieren die Neigung zum Neuen, sie sollen zeit- und ortlos sein. Statt der neuen, unerhörten Begebenheit wiederholen sie gleichförmig das bereits bekannte, vernünftige, moralisch sanktionierte. Novellen dagegen, die von neuen, unerhörten Begebenheiten erzählen, zerreißen Zusammenhänge und subvertieren die Möglichkeit der Belehrung. Andreas Geilus kommentiert dazu, also ein Kommentar zum Genre der Novelle. In centering the formal operations around an event that resists categorical identification and integration with a film narrative, modern novellas reflect the disruptiveness of modernity within their own aesthetic structure, representing the new not as innovation or information, but as the limit point and crisis of symbolic assimilation. Zitat Ende. Eine bloße Folge von Neuigkeiten, von Novellen, gleich der kritisierten, skandalösen Chronik, die nicht belehrt, sondern erregt. Das Neue, die Novelle, droht damit, die Einheit von Leben und Regel, Handlung und Gesetz zu perforieren. Es kommt zu ewiger Zerstreuung, wie es bei Goethe heißt. In diesem Sinne stellen Goethes Erzählungen in Unterhaltung unerhörte Begebenheiten dar, die sich nicht als verschiedene Beispiele eines allgemeinen Gesetzes deuten lassen. Sie verweigern, wie es in der Tradition der moralischen Erzählung üblich war, die Feststellung und Sicherung einer normativen moralischen Ordnung aufgrund einer singulären, unerhörten Begebenheit. Teil 2. Im Abschnitt über den Kasus in einfache Formen führt André Jolles den Begriff der balancierenden Moral ein. Zitat: Im Gegensatz zu einer Moral, wie sie in den Geboten als absoluten Normen gegeben ist, und zu einer Moral, die die freie sittliche Triebkraft des Glaubens vertritt, haben wir hier eine Moral, die verschiedene Normen gegeneinander wägt. Eine Moral mit beweglichen Wertungen, eine, ich benutze das Wort durchaus im ernsten Sinne, balancierende Moral. Zitat Ende. Diese Moral der Balance zeigt sich auf der prekären Schwelle, wo der Kasus als juristische Form sich der literarischen Form der Novelle annähert, da diese gewöhnlich Elemente hält, die, Zitat, über die Norm veranschaulichenden von Daten hinausgeht. Zitat Ende. Jolles fährt fort. Praktisch gesprochen steht dieser Kasus durch die Hinzufügungen, die seine Eindringlichkeit steigern, auf der Grenze jener Kunstform, die ihrerseits ein eindringliches Ereignis und eine Einmaligkeit zeigt, die es nun aber gerade, weil sie Kunstform ist, nicht mehr als Kasus meint, sondern um seiner selbst willen einer Kunstform, die wir Novelle nennen. Zitat Ende. Das, was Jolles an dieser Stelle Hinzufügungen nennt, lässt sich auch einfacher als Dichtung deuten. Der juristische Kasus bedarf der Literatur, um die Norm zu veranschaulichen.
derart in seiner Eindringlichkeit gesteigert, subsumiert sich die Fallgeschichte als epistemische Schreibweise, wie es hier in Köln heißt, und als moralische Erzählung auf der Schwelle zwischen Recht und Literatur. Shengzi Tang hat auf den Ursprung dieses Genres der Novelle in der Rezeption des römischen Rechts hingewiesen. The novella first came to being as a legal genre. Als literarische Gattung entsteht sie at the height of the reception of Roman law in 14th century Italy. Besonders Boccaccio's literary novella resembles Justinian's legal novella in that both make a normative order out of the factual circumstances of singular cases. Es ist da vielleicht kein Zufall, dass Schiller fälschlicherweise annimmt, bei Goethes Prokurator-Novelle anlässlich meiner Bearbeitung aus Boccaccias Decamerone. Der stilistische Surplus der Novelle gegenüber dem Kasus, so Jolles, ist ein Ausdruck hermeneutischer Billigkeit. Zitat: Für das, was die Form zu geben hat, sind diese Hinzufügungen äußerlich und nebensächlich. Sie liegen nicht im Wesen der Sache. Sie haben aber einen erkennbaren Zweck. Das Gewicht des Gesetzes sollte in seiner Einmaligkeit gedeutet werden. Diese an sich unwesentlichen Hinzufügungen steigern das Empfinden der Einmaligkeit, erhöhen die Eindringlichkeit des Falles. Zitat Ende. Um die Beweglichkeit individueller Wertungen der balancierenden Moral zu erhalten, bedarf es den scheinbar Zitat unwesentlichen Hinzufügungen, welche das Gesetz als Verhältnis von Besonderem und Allgemeinem ergänzt und zur Darstellung bringt. In diesem Sinne ist die Novelle die paradigmatische Gattung der balancierenden Moral par excellence, welche das Neue noch nicht Geregelte zur Sprache bringt. The novella has also been directed toward the new, wie David Wellbery notiert. That is the case, casus, without precedent, which is therefore not yet subsumed by law or canonical narrative, the unheard of case, die unerhörte Begebenheit. Es sind die literarischen Zufügungen, die es erlauben, einen besonderen Einzelfall oder ein allgemeines Gesetz zu subsumieren. Das Allgemeine des Rechts kann so, Zitat, in seiner Einmaligkeit gedeutet werden, was immer das genau sein mag. Es ist eindringlich, es gelingt allgemeines Gesetz und besondere Anwendung aufeinander zu beziehen. Seit Aristoteles wird diese Form der Gerechtigkeit als Epikeia, in der deutschen Übersetzung als Billigkeit, bezeichnet. Die literarische Form der Novelle in Goethes Unterhaltungen exponiert eine nachsichtige, abwägende, willige Form der Gerechtigkeit jenseits von strikten Geboten. Es ist eine Moral eindringlicher Einmaligkeit. Sie ist nicht weniger verbindlich als die absoluten Normen des Gesetzes, etabliert aber Formen des geselligen, balancierenden Umgangs jenseits der Sphäre. Positiven Rechts angesiedelt sind. In diesem Sinne verordnet Schlegel die Novelle als außerhalb der bürgerlichen Rechtsnormen. In der Geschichte der romantischen Literatur schreibt er, Zitat, die Novelle ist eine Geschichte außerhalb der Geschichte. Sie erzählt folglich merkwürdige Begebenheiten, die gleichsam hinter dem Rücken der bürgerlichen Verfassungen und Anordnungen vorgefallen sind. Zitat Ende. Was die Unterhaltungen darstellen, sind solche Geschichten außer der Geschichte. Sie etablieren eine sittliche Ordnung hinter dem Rücken der bürgerlichen Verfassung und ihrer gesetzlich geregelten Moral. Sowohl den einzelnen Novellen als auch der Rahmenhandlung der Unterhaltung fehlt eine angemessene Fassung. Beide sind, wie die adlige Gesellschaft des Ancien Regime, aus der Fassung gebracht, ein Zitat von Goethe, beziehungsweise ganz aus der Fassung geraten. Goethes Unterhaltungen verhandeln mit anderen Worten Rechts- bzw. Verfassungsfragen. Diese werden literarisch repräsentiert durch die Darstellung unerhörter Begebenheiten einer balancierenden Moral, die sich nicht eindeutig auf ein allgemeines moralisches Gesetz rückführen lässt. Individuen wie Gemeinschaften versuchen, sich in Formen zu fassen, die außerhalb des positiven Rechts wie der politischen Institutionen angesiedelt sind. Wie oben zitiert, steht diese Gesellschaft der Szene unter dem Verbot der Baroness, Politisches zu thematisieren. Es etabliert sich, um mit Tang zu sprechen, ein Model of Social Order radically different from the Civil Order based on positive laws.
Und hier lasse ich einen längeren Abschnitt aus über einen anderen Text, die Novelle Wer ist der Verräter? Aus Wilhelm Meisters Wanderjahre, der ähnliche Konzeptionen beschreibt. Und dort Goethe einen Begriff des westlicheren Rechts entwickelt. Aber den lasse ich, wie gesagt, für heute beiseite. Diese mäßige Moral der Billigkeit, der Lässlichkeit, bedarf der Literatur. Die Lebensart, ein Begriff von Goethe, des Menschen, so der AB in Unterhaltung, ist von, Zitat, kleinen Fehlern und Mängeln bezeichnet. Es ist der, Zitat, leichte Widerspruch zu sich selbst, Zitat Ende, in die Möglichkeit eines sittlichen Lebens jenseits des Rechts aufscheint. Kontingenz bricht die Lebensform ein und deformiert diese noch. In einem Brief an Goethe vom 7.1.1995 hatte Schiller in diesem Zusammenhang von einem, Zitat, unendlichen Abstand zwischen dem Leben und dem Raisonnement gesprochen. Zitat Ende, welche nur die ästhetische Erziehung des Menschen zu erwinnen in der Lage sei. Trotz einer Verteidigung von Schillers Phantasma, einer Vermittlung von Pflicht und Neigung, konzidiert der AB schließlich den, Zitat, leichten Widerspruch des Menschen zu sich selbst. Zitat Ende, welche keine ästhetische Form zu erwinnen sei. Statt einer erbaulichen Sammlung zusammenhängender moralischer Erzählungen bleiben die Unterhaltungen inkohärent. Sie gleichen einer skandalösen Chronik bzw. einer Sammlung lüsterner Späße. In dem Moment, in dem eine Regel auf das Leben angewendet wird, kommt es nicht zur Verwirklichung der Sittlichkeit. Immer entsteht Literatur, die Darstellung von, Zitat, sonderbaren Albernheiten. Teil 3. Am zweiten Tag der Unterhaltung erzählt R.B. eine aus der spätmittelalterlichen französischen Sammlung Cent Nouvelles Nouvelles stammende Novelle, also die 109 Novellen. Je nach Ausgabe ist sie der Prokurator oder der ehrliche Prokurator betitelt. Im französischen Original heißt sie Le Sage Nicaise ou l'amant vertueux, wörtlich übersetzt der Weise aus Nizza oder die tugendhafte Seele. Goethe überträgt die im französischen Original diskutierten sittlichen Fragen der Weisheit und der tugendhaften Seele in den juristischen Diskurs. Tugend ist hier eine Frage der Prokura. Laut dem Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte kommt der Begriff Prokura bzw. Prokurist oder Prokurator aus dem römischen Rechts- und Staatswesen und bezeichnet eine Person, die im Auftrag einer anderen ihren Angelegenheiten besorgt. Eine Art von Stellvertretung. In der Rechtspflege war der Prokurator diejenige, der in Vertretung für eine Partei gerichtliche Handlungen vornimmt, also einen Prozess, ein Gerichtsverfahren führt. Diese Figur des Prokurators kannte Goethe aus erster Hand seit seiner Zeit am Reichskammergericht in Wetzlar. Hier vertraten die Prokuratoren als Anwälte Parteien stellvertretend vor den Richtern. Im Gegensatz zum Advokaten, welcher die für die Rechtsstaatlichkeit relevanten Schriftsätze verfasste, aber nicht direkt vor Gericht auftrat, war der Prokurator als Stellvertreter der, Zitat, Bevollmächtigte der Parteien vor Gericht. Durch die, Zitat, rechtliche Institution der Stellvertretung wird es möglich, so Katrin Trüstedt, Zitat, die Handlung einer Person einer anderen zuzurechnen. Zitat Ende. Diese Zurechnung muss als Übertragung von Recht und Macht von einer Person auf andere verstanden werden. Dieser Vorgang wurde in der rechtstheoretischen Diskussion der Stellvertretung auch als, Zitat, juristisches Wunder bezeichnet. Trüstedt erläutert, Zitat, das durch seinen eigenständigen Willen definierte und durch zum Träger subjektiver Rechte erklärte moderne Rechtssubjekt soll hier durch den Willen eines anderen Rechtssubjekts gebunden werden. Zitat Ende. Als Sachverwalter bzw. Bevollmächtigter seines Klienten kann der Prokurator dessen Rechte ausüben, ohne diese im strikten Sinne selbst zu besitzen. Es kommt, folgt man im Abschnitt aus Immanuel Kants Rechtslehre, sondern durch einen Bevollmächtigungsvertrag, Mandatum, diese Übertragung, Translation des Seinen auf einen anderen. Zitat Ende. Durch Übertragungen von Rechten stehen auch im Zentrum der Prokurator-Novelle.
Ein alternder Kaufmann, ich erzähle kurz den Inhalt für diejenigen, die nicht gerade so präsent haben, die Novelle. Ein alternder Kaufmann erlaubt seiner jungen Frau, so in einer längeren beruflich bedingten Abwesenheit, sich einen Liebhaber an seiner Stadt zu nehmen. Zunächst geht die Frau diese unmoralische Erlaubnis empört ab, nur um sich doch später in einen jungen Prokurator zu verlieben. Ihr Angebot an den Prokurator, dass dieser die Stelle des abwesenden Ehemanns vertreten solle, wird von diesem nicht direkt abgelehnt und er verweist auf ein Keuschheitsgelübde, das ihn den der sanktionierten Ehebruch verbieten würde. Als Ausweg schlägt er, der Prokurator, der Ehefrau vor, gemeinsam keusch und asketisch zu leben, um die Dauer seines Gelöbnisses, welches auf ein Jahr befristet ist, zu verkürzen und dann gemeinsam den Ehebruch zu vollziehen. Die Frau willigt ein, erkennt allerdings durch diese aufschiebende Askese die moralische Verwerflichkeit des Ehebruchs, sodass dieser letztendlich nicht vollzogen wird und sie moralisch untadlich bleibt. Der Prokurator vertritt den Ehemann bei der Ehefrau, ohne zugleich in seinem Namen aufzutreten. Es bleibt im Laufe der Erzählung unklar, ob es überhaupt einen Bevollmächtigungsvertrag zwischen Ehemann und Prokurator gegeben hat. Diese rechtlich nicht formulierte Sorge des Prokurators, die Bewahrung sittlichen Handelns, kann mit Kant als Zitat Geschäftsführung ohne Auftrag bezeichnet werden. In Kants Rechtslehre heißt es dementsprechend für einen solchen Bevollmächtigungsvertrag, Zitat, die Geschäftsführung an der Stelle und im Namen eines anderen, welche, wenn sie bloß an der anderen Stelle, nicht zugleich in seinem des vertretenen Namen geführt wird, Geschäftsführung ohne Auftrag. Gestio negozi. Zitat Ende. Der Prokurator hat kein Mandat im engen Sinne. Er sorgt ohne Auftrag in Form einer Negotium gestio. Durch diese Zitat Besorgung fremder außergerichtlicher Geschäfte gelingt es ihm, die Sorge des Ehemanns in eine Fürsorge zu verwandeln. Nicht Herrschaft und Fürsorge und Pflegschaft charakterisieren seinen Umgang mit Menschen wie Gesetzen. Dieser lässt die Cura im Namen Procurator hervortreten, dessen Wurzel das lateinische Verb procurare sowohl als an der Stelle von jemandem handeln, aber auch als Sorge tragen, pflegen, verwalten übersetzt werden kann. Daher nimmt er als Prokurator gerade nicht die Rolle oder die Stelle des Ehemanns ein. Dies wäre, folgt man seiner eigenen spitzen juristischen Ableitung, rechtlich möglich. Denn die Frau gilt durch die Abwesenheit des Ehemanns als, wie es in der zeitgenössischen Rechtswissenschaft heißt, derelinquiert. Das heißt, eine, wie es der Prokurator ausdrückt, Zitat, völlig ins Freie gefallene Sache, welches dem ersten Besten erlaubt, sie wieder zu ergreifen. Das sind alles Zitate aus dem Goethe-Text. Der Prokurator verzichtet auf den Erwerb der herrenlosen Sache Ehefrau, mit einer rechtlich durch eine Vollmacht garantierten Besitznahme, Sachverwaltung der Frau als res nullius, der Begriff für eine herrenlose Sache im römischen Recht, wechselt der Prokurator auf den Diskurs des Rechts und gegen der Moral. Statt Besitzergreifung und Durchsetzung eines rechtlichen Anspruchs, wie es seiner Rolle als Vormund, als Pflegschaft entsprechen würde, versucht er die Frau moralisch zu erziehen. So wird der junge Rechtsgelehrte als jemand, der sein Recht nicht gebraucht, eine Figur, die auf eigene Ansprüche verzichten, Fürsorge. In der Novelle wird die besitzrechtlich organisierte Ehe von einem anderen Recht abgelöst, als das Recht der Prokura, das Recht stellvertretender Fürsorge. Diese Prokura gleicht einem Gebrauch ohne Besitz, einer Fürsorge ohne Auftrag, gerechtem Handeln ohne rechtliche Vorschrift. Die Strategie der vom Prokurator im zweiten Teil der Erzählung entworfene Askese verlässt den Bereich der Gesetze und die immanente, Zitat, advokarische Gewalt, wie es Katrin Trühstedt nennt. Eine Fürsorge reduziert die Ehefrau nicht zu einer reliquierten Sache, wie man frei verfügen konnte. Die moralische Lektion des fürsorglichen Prokurators unterliegt daher weder der Logik und Rhetorik des Rechts, noch den Regeln einer allgemeinen Lehre der Sittlichkeit.
Stattdessen öffnet die in der Novelle beschriebene Situation einen Moment der Sorge, der nicht unter ein allgemein gültiges Gesetz summiert werden kann. Und diese Situation öffnet einen Ausblick auf das, was Werner Hamacher Hannah Arendts Formulierung eines Rechts, Rechte zu haben, aufnehmen und als ein Recht, Rechte nicht zu haben, beziehungsweise nicht zu gebrauchen, befassen versucht. In diesem Zusammenhang soll die spezifisch gegenderte Situation der Ehe als Form von rechtlicher beziehungsweise extrarechtlicher Herrschaft nicht verschwiegen werden. Es lässt sich zum Beispiel fragen, ob nicht die vom Prokurator ausgeübte männliche Fürsorge, obwohl sie auf eine explizite advokarische Gewalt verzichtet, andere, effektivere Formen des Zwangs und der Subjugierung installiert. Der Verzicht auf Rechte über deren Durchsetzung muss also nicht notwendigerweise Teil eines emanzipativen, befreienden Projekts der Entjudifizierung des Lebens darstellen. Vielmehr ist die Ermöglichung bzw. Einrichtung anders gefasster, extrajuristischer Lebensformen in Goethe-Unterhaltung nicht von der Möglichkeit zu trennen, dass auch diese spezifischen Regeln unterliegen, welche statt einen Raum der Fürsorge zu eröffnen, Unterwerfungs- und Unterdrückungsverhältnisse fortschreiben. Teil 4. Wenn Bewusstsein heißt, wie Hans Blumenberg an einer Stelle seiner Reflexionen über den Begriff der Sorge ausführt, Zitat, dass gewartet werden muss und gezögert werden kann, Zitat Ende, so ist der Prokurator in Goethes Novelle eine Figur, welche Notwendigkeit und Freiheit müssen und können in einer aufschiebend asketischen Sorge, um das Selbst zu verbinden, in der Lage ist. Durch das Gelöbnis der Askese verschmelzen sollen und wollen, Regeln und Leben. Die entsagende Sorge um das Selbst, wie es vom Prokurator gelebt und gelehrt wird, macht aus der resignativen Einsicht die Unverfügbarkeit der Sachen, dem Warten, ein wie auch immer aufgehaltenes Handeln, ein Zögern. Durch den Aufschub und die Verzögerung der Wunscherfüllung gelangen der Prokurator, wie die untreue, treue und Ehefrau, zu einer neuen Haltung der Fürsorge. Sie verwandeln, wie es Jane Brown nennt, Anxiety into Care, Sorge um in Sorge für. Der entsagende Aufschub ist also nicht nur ein Zeichen der negativen Sorge, wie es Konrad Burdach in der grundlegenden Studie zu Faust feststellt, sondern eine positive Möglichkeit, mit der existenziellen Situation eines angespannten Verhältnisses zur Zeit umzugehen. Es ist eine Haltung balancierender Moral, welche, wie es Josef Vogel über das Zaudern notiert, Zitat, gegen die Unwiderruflichkeit von Urteilen, gegen die Endgültigkeit von Lösungen, gegen die Bestimmtheit von Konsequenzen, Zitat Ende, gerichtet ist. Die gleicht einem Thinking in Cases, wie es bei John Forrester heißt, wo jedoch moralische Bewertungen und Entscheidungen sich als nicht endgültig erweisen. Das Zusammenfallen von Besonderem und Allgemeinem aufgeschoben bleibt. Eine solche Haltung, in der Warten und Zögern in prekäre Nähe treten, zeigt sich im Gelübde des Prokurators, ein Jahr keusch zu leben. Dieses transzendiert die Pflicht, verstanden als die Vorstellung der Überwindung eines Hindernisses, des Kampfes gegen eine Neigung. Wie es bei Kants Metaphysik der Sitten heißt. Dort kann man lesen, da aber der Mensch doch ein freies, moralisches Wesen ist, so kann der Pflichtbegriff keinen anderen als den Selbstzwang durch die Vorstellung des Gesetzes allein enthalten. Und es ist auf die innere Willensbestimmung die Triebfeder angesehen ist. Denn dadurch allein wird es erst möglich, jene Nötigung, selbst wenn es eine äußere wäre, mit der Freiheit der Willkür zu vereinigen. Wobei als dann der Pflichtbegriff ein ethischer sein wird. Zitat Ende Kant. Die sich durch das Gelübde selbst auferlegte Pflicht verliert ihren negativen Wert und gewinnt eine konstitutive Qualität, wie der italienische Philosoph Immanuel Coccia in einem Aufsatz Regula et Vita über monastische Gelübde schreibt. Es ist diese kuriose Ambiguität, so Coccia, Zitat, aufgrund derer das Gelübde zugleich Gehorsam und Freiheit definiert. Zitat Ende. Es ist ein Gelöbnis für die antizipierende Sorge, welche eine neue, zukünftige Lebensform generiert.
der sich trotz der Unterwerfung unter Amerikanern von Regeln, Zitat Kotschia, ein Überschuss an Freiheit und Souveränität des Individuums verwirklicht. Das Gelübde, so Kotschia, Zitat, verändert grundlegend die Modalitäten des Lebens, während die Regel sich darauf limitiert, lediglich vorzuschlagen. Denn sobald das Gelübde einmal ausgesprochen wurde, transformiert sich das, was willentlich in der Freiheit und im freien Willen des Subjekts überlassen war, in die Verpflichtung des Notwendigen. Das monastische Recht und die Rhetorik des Gelübdes stellen also nach Kotschia eine Inversion des klassischen Rechts dar. Nicht das Gesetz wird auf das lebende Subjekt angewandt, so Kotschia, sondern der Lebende wendet sich, und zwar willentlich, auf das Gesetz an. Der Gehorsam fällt in diesem Sinne also nicht mit dem Gelingen der Anwendung eines Gesetzes zusammen, sondern mit der Bewegung, durch die das Subjekt sich dem Gesetz unterwirft und in ihm lebt. Zitat Ende. Durch das Gelübde wird aus dem Prokurator und Vertreter des Rechts ein Fürsorgender, der eine andere Ordnung sittlichen Lebens jenseits des abstrakten Rechts etabliert. Indem er gelobt, keusch zu leben, erfindet er eine ihm eigene Lebensart, ja, ein Begriff des Lebensart, die bestimmten von der Lebenszeit organisierenden Regeln untersteht. Diese Regeln weisen, wie Quatsche anmerkt, auf eine andere Form des Rechts, die nicht das Verhältnis der Subjekte untereinander oder das Verhältnis zwischen einem Subjekt und den Dingen zum Gegenstand hat. Vielmehr nimmt diese andere Form des Rechts das Leben selbst im Verhältnis zu einer Form und Gegenstand. Die Sprache des Gelübdes, wie die der Fürsorge, welche die extrajuristische Lebensart begründen, ist also nicht der Befehl. Ihr fehlt, wie es bei Martin Heidegger heißt, die, Zitat, Entschlossenheit des Nichtbefehlens, die in sich schon ihre Ausführung ist. Zitat Ende. Zwischen Regeln und Anwendung, Recht und dessen Gebrauch schiebt sich eine Verzögerung, ein Zaudern, das Vogel als eine, Zitat, Geste an die Aufhebung des Gesetzes heranführt, interpretiert. Mit das Teilnehmende, Verzögernde, die Aufhebung des Gesetzes, Verzögerung, die Handlung aufhaltende, noch einmal, durch das Teilnehmende, Verzögernde, die Handlung aufhaltende Gespräch zwischen dem Prokurator und der jungen Ehefrau kommt es zum Aufschub einer direkten Umsetzung bzw. Anwendung der Regeln. Der Prokurator insistiert nicht auf dem Recht, sondern beginnt ein Gespräch, bestehend aus Rede und Gegenrede. Wie beim Verzicht, die Frau als relinquierten Gegenstand in Besitz zu nehmen, folgt seine Fürsorge keiner abstrakten Regel, die unmittelbar angewendet wird. Er präsentiert keine Sittlichkeitslehre, noch befiehlt er der Frau den Gehorsam. In Hinsicht auf die Regula vivendi des Klosters konstatiert Kotscher, Zitat, eine Regel bringt keine Verpflichtung mehr vor, ist vor allem eine bloße Darstellung eines Lebens. Ihre Aufgabe ist nicht der Befehl, sondern das Sichtbarmachen einer gewissen Lebensform. Zitat Ende. Die Lehre des Prokurators, die sich in Rede und Gegenrede entwickelt, ist dementsprechend irreduzibel auf einen Katalog von Vorschriften. Er ist lebendes Vorbild und lässt die Frau an seinem asketischen Leben qua Sprache teilnehmen. Durch diese Partizipation wird ein Miteinander gestiftet, eine Gemeinschaft von gemeinsam Entsagenden, gemeinsam Erzählenden. Diese konstituiert sich als ein fortlaufendes Gespräch. Askese bzw. Entsagung in der Prokurator vollziehen sich als körperliche, aber auch spirituelle Exerzitien immer nur im Miteinander sprechender und handelnder Subjekte. Das ungerichtete sinnliche Begehren, so Elke Liebs über Goethes Begriff der Entsagung, Zitat, mündet wieder in die Erkenntnis über die Sinne. Und die imaginierte Leidenschaft fließt in Rede und Gegenrede. Zitat Ende. Diese sprachliche Praxis der Askese als und im Gespräch entzieht sich gesetzlich geregelten Vorschriften. Sie verwirklicht eine Lebensart, die nicht auf die Anwendung einer allgemeinen Regel auf einen konkreten Fall skizziert werden kann. In Rede und Gegenrede, die sich nicht in der Anwendung von Gesetzen erschöpfen, gibt sich das Entsagende Leben Regeln und stellt sich gleichzeitig dar. Es ist nachsichtig und billig, balanciert Alter und Ego
Eigenes und Fremdes. In Grimms Wörterbuch wird daher das Gelübde daher als ein Zitat gemeinschaftliches Vorhaben definiert, das sich aus dem Akt des Zitat gegenseitigen und allseitigen Gutheißens ableiten ließe. Zitat Ende. Dieses gemeinschaftliche Unternehmen gegenseitiger Fürsorge ähnelt dem, was Schiller in einem Brief an Goethe, das die Unterhaltung in abschließendem Märchen feststellt, welches das Zitat gegenseitige Hilfleisten der Kräfte und das Zurückweisen aufeinander zum Ausdruck bringe. Die Schiller-Foucault betont sind daher ein bisschen der Sorge um sich, dass, um Zitat, um ganz sein eigen zu sein, Zitat Ende, der Mensch eines anderen Menschen bedürfe. Und Stefan Blessin stellt mit Blick auf die Unterhaltung fest, Zitat, somit ist das Problem der Beziehung zu anderen während der gesamten Entwicklung der Sorge um sich gegenwärtig. Beziehung zu anderen. Entsagung als eine solche Sorge oder Fürsorge basiert auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit. In dieser Hinsicht lässt sich auch die gemeinsame Askese des Prokurators und der Ehefrau deuten. Sie besteht nicht nur aus der Sorge um sich, sondern gleichzeitig beinhaltet sie eine Fürsorge für den anderen. Sie konstituiert eine Gesellschaft der Entsagenden, die sich gegenseitig Hilfe leisten. Dieses Moment der Hilfe als Form der, Zitat, individuellen Rettung betont auch Georg Lukács in der Interpretation des Wilhelm Meister in der Theorie des Romans. Zitat, aber es gibt in Wilhelm Meisters Lehrjahren solche Wege der individuellen Rettung und man sieht eine ganze Gemeinschaft von Menschen einander helfend, wenn auch dabei miteinander Irrtümer und Verwirrung stiftend, diese Wege siegreich zu Ende gehen. Zitat in Lukács. Diese Rettung durch helfende Fürsorge entsteht aus einer quasi literarischen Fiktion. Die autobiografischen Erzählungen des Prokurators, die von einer unerhörten Begebenheit berichtet. Diese verzögert die Wunscherfüllung, ohne sie auch zu negieren oder als unmoralisch auszuschließen. Es ist die Pointe der Novelle, dass trotz des Mangels einer positiven, humanisierten Moral die Askese das erwünschte Ziel erzielt. Es ist nicht der Abscheu vor der Neigung, noch die Achtung des Gesetzes wie bei Kant, welches tugendhaftes Verhalten auslöst, sondern die Hoffnung auf die spätere Erfüllung dieser Neigung. Asketische Entsagung bleibt vorläufig und verfolgt den Zweck, nach ihrem Ende den unsittlichen Neigungen nachzugeben. Ihr Ziel ist nicht die moralische Lebensweise, sondern der Vollzug des Ehebruchs. August Wilhelm Schlegel kritisiert daher auch in seiner hohen Kritik der Unterhaltungen, dass die geglückte Verführung, dass die Entsagung der Ehefrau keine, Zitat, moralische Besserung sei, sondern höchstens das Resultat einer rhetorischen Verführung. Für Schlegel ist daher fraglich, ob das, was der AB von einer moralischen Erzählung erwartet, der Kampf gegen die Neigung als Grundlage der Moral von der Geschichte des Prokurators eingelöst wird. Schlegel zweifelt, ob, Zitat, die Entsagung der artigen Ehefrau nach aufgehobenem Fasten vielleicht nicht standhält und fragt, ob die Läuterung der Ehefrau tatsächlich auch der Überzeugung eines Besseren zurückzuführen sei. Hat sie die Pflicht zur Entsagung so verinnerlicht, dass diese nicht mehr von der Neigung zu trennen ist? Haben Leben und Regel sich wirklich unverbrücklich zu einer entsagenden Lebensform zusammengeschlossen? Und um die Frage nach einem emanzipativen Potenzial sorgende Entsagung zuzukommen, ist die, Zitat, artige Ehefrau wirklich ein Modell geglückter individueller Subjektivierung bzw. sozialer Integration. Es sind diese Fragen, die weder in der Prokurator-Novelle noch in den Unterhaltungen als Ganzes abschließend beantwortet werden. Bewertet auch nicht. Die von den Ausgewanderten wie die von Prokurator und Ehefrau imaginierten und inszenierten Gemeinschaften fürsorgliche Individuen bleiben eigentümlich fassungslos. Ihr Leben verwirklicht nicht das völlige Zusammenfallen von Gesetz und Leben. Das den Kern von Kants Tugendlehre ausmachende Paradox des Selbstzwangs als Spannung von Pflicht und Freiheit löst sich nicht auf. Somit schließt sich die Darstellung der Lebensformen nicht zu einer didaktisch wirksamen moralischen Erzählung. Gelebte Tugendlehre des Prokurators
ist von einer skandalösen Chronik lüsterner Späße nicht trennscharf zu unterscheiden. Sie wird befolgt, nicht um Leidenschaften souverän zu beherrschen, sondern um diese zeitlich verzögert verwirklichen zu können. Neigungen können zwar durch Unterdrückungsleistungen der Gewohnheit eingehegt werden, perforieren aber alle geschlossenen Formen. Sie halten in der Formulierung Schlegels nicht stand. Die unwesentlichen Hinzufügungen, die laut Jolles den Übergang vom Fall zur Novelle ausmachen, entstellen die moralische Erzählung. Setzen sie eine Kontingenz aus, die durch kein Law-Genre begrenzt und damit definiert werden kann. Als offene Form, Rahmen und Binnenhandlungen, Theorie und Praxis, Literatur und Moral, konkreten Fall und allgemeines Gesetz verschleifend, verhält sie sich billig über unerhörten Begebenheiten, abwägend, zögernd, balancierend. Vielen Dank.